Hänslers schnelle Nummer. Heute gibt es ein gebratenes Reispapier-Omelett. An dieser Stelle kurzer Hinweis, diesen Channel bitte abonnieren. Wir freuen uns. Jetzt bereiten wir erstmal vor. Und zwar brauchen wir feine Zwiebelbrunoise. Habt ihr bestimmt schon im Video gesehen von Tobi Tubico. Ich zeige es nochmal. Von oben einschneiden. Längs runter. Ein oder zwei Schnitte quer rein. Und dann schneiden wir die feinen Würfel herunter. Dann schneiden wir grünen Spargel schön dünn und leicht schräg herunter. Und Kirschtomaten in dünne Scheiben schneiden. Jetzt hier Reispapier, kennt ihr ja von der Sommerrolle. Jetzt hier, Pfanne ist noch kalt. Reispapier reinlegen. Jetzt kommt on top kleines bisschen Sesamöl. Ja, so, verteilen wir hier leicht. Einmal ein bisschen verstreichen. Jetzt nehmen wir hier ein Ei. Geben das hier auch. Na, komm her. Ist ja aber schon Küken drin, was von innen zuhält? Nee. So. Jetzt das Ei. Ein bisschen kaputt machen. Ich meine, man kann es tatsächlich auch schon vorher schlagen. So. Jetzt hier ein bisschen verteilen. So. Jetzt nehmt ihr die geschnittenen Sachen, die wir gerade hatten. Bisschen Zwiebel, bisschen Spargel, die Kirschtomate schön verteilen. So, komm her, noch so ein bisschen. Und jetzt erst fangt ihr an. Jetzt kann man natürlich auch schon würzen ein bisschen. Von oben Prise Chilisalz mache ich jetzt, damit ich noch eine leichte Schärfe mitkriege. Und Kräuter raufhacken oder sonst irgendwas. Ich nehme natürlich mein Rührei-Gewürz. Da ist alles drin. Einmal schön drüber. Purer Geschmack. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch nur Paprikapulver nehmen, was ihr Bock habt. Und jetzt zieht ihr die Pfanne an. Jetzt geht's los. Und jetzt bleiben wir ein bisschen dran und gucken uns das mal an, was passiert. Weil seht ihr, jetzt fängt das nämlich leicht an. Das Papier wird sich gleich ein bisschen zusammenziehen. Und das Ei fängt dann gleich an, so auf diesem Reispapier zu braten. So, guck mal. Schauen wir mal, seht ihr, langsam geht's los, schlägt so ein bisschen Wellen. Und jetzt sieht man so ein bisschen, das Papier zieht sich so müh nur zurück. So, bleiben wir schön dran. Komm, jetzt muss man ein bisschen Ruhe bewahren, weil das wird so ein geiles, knuspriges Omelett. Guck mal, jetzt geht's los, jetzt kommt die Hitze rein. Und jetzt seht ihr auch, was ich meine. Jetzt zieht sich das Blatt so ein kleines bisschen zusammen. Und hier, jetzt geht's ein bisschen in die Welle rein. Das sieht gut aus. Was man jetzt macht, kurz, einmal hier raus. Theoretisch könnte man das jetzt schon zusammenklappen, essen. Aber weißt du, was noch geiler ist? Man nimmt sich ein zweites Blatt. Das muss allerdings schnell gehen, ne? Pass auf, jetzt pass auf. Wie gesagt, oben drauf, weil das will sich natürlich sofort wellen. Umdrehen und hier schön eben drauf machen und weiter braten. Und wäre das weiter brät jetzt, aber hier Fett mit dazugeben, Flöckchen Butter links und rechts und jetzt kräftig braten lassen. Sieht geil aus. Während das brät, machen wir einen kleinen Dip. Und zwar machen wir jetzt hier Sojasauce. So. Dann gibt es dazu ein bisschen Essig. Ich habe jetzt hier ein bisschen weißen Balsamico. Und noch dazu braunen Zucker. Das Ganze verrühren und da dippen wir gleich unser Omelett rein. Jetzt wird einmal gedreht. Achtung. Wupp. Ja. Guck mal hier. Hier, das ist richtig schön knusprig. Genauso will man es. Andere Seite braten wir auch noch, dann haben wir es. Jede Seite hat ungefähr, weiß ich, 2-3 Minuten gebraten. Und jetzt ist noch eine Drehung hier direkt drauf. Achtung. Oh, so muss das aussehen. Einmal kurz auf Krepppapier. Geil. Jetzt schneide ich das mal. Natürlich, wenn ihr jetzt einen Moment wartet, wird es natürlich, zieht der Crisp noch mehr an. Aber ich glaube, wir werden es trotzdem hören. Pass mal auf. Komm mal nah ran. Also wenn man dann, genau, als wenn man dann besser hören würde. So, Achtung. Hört ihr das? Wie geil das ist. Mmh. Guck mal, hier noch eine Ecke. Kurz auskühlen lassen, dann wird probiert. Dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen in Sojasauce eindippen. Mmh.
immer noch heiß. Oh. Das ist so ein geiles Mundgefühl. Ihr hört das selber. Du hast diesen knusprigen Teig. Fein, guck mal hier. Seht ihr ja. Die Tomate hat Röstaromen durch das Papier gekommen. Das ist so geil zu essen. So reindippen. Das morgens, mittags, abends. Probiert das wirklich aus. Ich habe auch erst gedacht, mit dem Reispapier, geh mir nicht auf den Sack. Aber das schmeckt einfach so gut, weil es knusprig ist, was Teigiges, das ist wie so eine flache Ravioli oder so. Das ist einfach nur richtig, das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Guck mal hier. Ja, ziemlich geil als die zusammengelutschte Sommerrolle. Also, in diesem Sinne, Happy Day, hier kommt die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für unser knuspriges Reispapier-Omelett. Für zwei Personen braucht ihr 4 Blatt Reispapier, 2 Eier, halbe rote Zwiebel, 4 Kirschtomaten, 2 Stangen Grünspargel, 2 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Sesamöl, 4 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Essig und 1 Esslöffel brauner Zucker. Weißer geht natürlich auch. Gewürzt haben wir mit Rührei-Gewürz und unserem Chilisalz. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.